Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. Ich bin noch ein bisschen außer Puste, denn als ich gerade eben die Aufnahme starten wollte, haben unsere neuen Nachbarn, die gerade hier einziehen, geklingelt und gefragt, ob ich kurz mal mit anfassen kann. Das war eine gute Gelegenheit, da konnte ich mir mal die Dachgeschosswohnung anschauen. Ist echt eine schicke Wohnung, so mit offenliegendem Gebälk und so, Fachwerk. Gefällt mir gut. Ja, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir spielen jetzt Factorio. Okay, das Band ist voll. Wie viel ist denn hier noch drin? 470. Ich glaube, die Musik ist doch ein bisschen zu laut, oder? Jetzt gerade, wie das hier pfeift. Das hört sich an wie so ein alter Güterzug, der bremst. Okay, so. Also wenn wir dann jetzt mal sagen würden... Wir nehmen hier irgendwo was runter, aber ich habe doch hier... Ah, hier ist zu. Hier ist irgendwie einfach mal Eisenerz draufgerutscht. Das ist das Problem. Das kriegen wir natürlich schnell gefixt. So. Oder auch nicht. Doch, kriegen wir gefixt. Okay. Schwupp, schwupp. Dann können die hier auch fleißig weiterarbeiten. Weil dafür sind ja auch extra die Kisten da. Oder vielmehr gesagt, dafür haben wir die damals mal vorgesehen. Ich drehe mal die Musik gerade ein bisschen leiser. Das ist mir dann, glaube ich, doch ein bisschen zu laut. Audio. Gesamtlautstärke. Ich weiß nicht, ob dieses Pfeifen und Quietschen zu der Musik gehört. Ich finde die eine, also die normale Hintergrundmelodie, die ich immer so cool finde, die stört mich jetzt nicht. Habe ich das übernommen? 36, aber ist immer noch sehr laut. Mal die Musik ein bisschen runter. Bestätigen. Ist immer noch laut, oder? Aber wir lassen es mal so. Ich glaube, ein bisschen leiser ist es schon geworden. Okay, hier werden jetzt auf jeden Fall wieder diese Platinen hergestellt. Sodass wir hier gleich, da seht ihr schon, da wird beladen. Die blauen Tränke werden gleich das Depot verlassen. Eine rote Platine fehlt uns noch, die kommt hier gerade durch den Tunnel der Förderbänder gefahren. Und damit produzieren wir dann jetzt blaue Tränke. Und das bedeutet, wir können gleich weitermachen mit dem Panzer. Das wird noch interessant. Ich hoffe, dass der stark genug ist, um da mal richtig aufzuräumen dort unten. Oder dass der halt ferngesteuert ist und dass man... Aber ich kann... Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie so ist wie damals bei Empire Earth oder dass man eine ganze kleine Armee baut und dann angreift. Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Okay, der ist jetzt fertig. Den nehmen wir da mal raus. Sondern ich glaube wirklich... Na, der ist auch fertig hier. Ich glaube wirklich, dass es mehr... nur ein Panzer ist und wir müssen dann halt mit diesem Panzer selber fahren. So, okay, gehen wir jetzt mal hier ein bisschen an. Die sind auch schon auf gelb, aber weil es hier einfach nicht weitergeht, da müssen wir mal eben schauen. Kupfer, Kupfer, Kupfer kommt dann bis hier. War das so gewollt? Warum rotiert denn hier Munition rum? Ach so, weil wir in irgendeiner letzten Folge mal das Band kurz unterbrochen hatten, glaube ich, oder? Auf jeden Fall nimmt er ja nur das runter, aber das kann er erstmal rotieren. Das soll ja später hier sowieso weg. So, okay. Wie kriegen wir das jetzt hier hin? Ja, weil der hier jetzt alle, weil die jetzt alle denken, wir müssen hier Steine produzieren. Das sollt ihr doch gar nicht. Ihr sollt doch Kupfer. So, nehmen wir das mal raus. Muss ich immer so sparsam noch ein so ein Teil zurücklegen. So, den hier auch. Und den hier auch. So, dann kommt das Band doch mal wieder ein bisschen in Wallung. Okay. So, haben wir noch Reparaturkits dabei? Naja. Schmeißen wir mal eben hier oben. Ran und bauen das hier mal eben wieder ein bisschen fertig. Ich komme sogar da hinten dran. Sehr schön.
Okay, ich sehe gerade 13%, also die Forschung geht weiter. Sehr gut. Zack, zack, zack. Okay, sehr schön. Und ich glaube, hier hinten war noch was kaputt, oder? Und wir müssen gleich auch mal beim Kraftwerk gucken. Wenn ich das Kohleförderband so sehe, da ist ja gelegentlich mal immer was dazwischen gerutscht und hat dann hinten alles verstopft. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob das hier noch weitergeht. Nee, aber das sieht noch gut aus. Es ist halt einfach alles nur voll. Wartet mal, wir schauen mal hier vorne. Na, da geht auf jeden Fall noch genug rein. Wie auch immer, also wie auch immer da ein Kohle reingekommen ist. Hat er versehentlich mal einen mit rausgenommen? Sehr mysteriös. Okay, 15% Panzerforschung, Leute. Das heißt, wir bereiten uns jetzt mal schon mal vor auf den großen Ansturm, indem wir... Oh, hier bleiben sogar schon Platinen liegen. Sehr gut. Indem wir uns schon mal ein paar Mauern einpacken. Das machen wir einfach, indem wir uns hier mal einen kleinen Greifer und eine Kiste wegnehmen. So. Da oben werden wir schon wieder angegriffen. Und dann müssen wir... Wo ist denn die beste Stelle, um da was mal runterzunehmen? Gibt eigentlich keine... Die Mauern... Ach, die Mauern kommen hier an. Doch, hier gibt es eine. Sehr gut. So. Nein, nicht da so hinpacken, sondern in die Kiste. So, lassen wir den mal ein kleines bisschen packen. Dann wird auch wieder, dann werden auch wieder Steine verbraucht und das geht hier oben ein bisschen weiter. So, was brauchen wir noch? Wir müssen schon mal Stromversorgung uns da unten sichern. Wir haben kein Wasser in der Nähe, das heißt, wir müssen auf Solarpanel setzen. Dann werden wir die jetzt auch schon mal bauen. Und ich glaube, ich hole am besten das Auto einmal her. Da setzen wir uns dann, da packen wir uns dann alles schön rein. Wartet mal, hatte ich das Auto hier irgendwo abgestellt? Das ist doch auf der Map auch angezeigt, oder? Na, das bin auf jeden Fall ich. Das hier müsste das Auto sein. Okay, dann müssen wir doch nochmal wieder zurück. Aber das können wir ja sowieso. Wir haben den Zug dort ja stehen. Der soll ja dann eh wieder beladen werden. Also gar kein Problem. So. Tschut, tschut. Noch ein bisschen langsamer, dass wir noch bremsen können. Das ist auch ein bisschen doof, dass die Kurven hier so hin und her schlängern. So, vorsichtig einparken. Und schon geht's weiter. Sehr gut. Dann gucken, machen wir einmal kurz Inventarmanagement im Auto. Mauern sind drin. Öfen sind drin. Die brauchen wir theoretisch. Das, glaube ich, Kram, den ich raussortiert habe. Das müssen wir mitnehmen. Stahlträger können wir optional auch mitnehmen. Ölraffinerie. Theoretisch könnte man die hier auch noch irgendwo absetzen. Die neuen Öfen, aber theoretisch, ich brauche sie eigentlich nicht mehr. Was wir brauchen, sind Solarpanel. Und noch ein paar Mauern mehr. Denn das ist ja ein etwas größeres Areal, was wir dann gleich für uns vereinnehmen wollen. So. Oh Gott, ich darf unser Auto nicht kaputt fahren. Langsam. Okay, das stellen wir dann hier mal ab. So, dann schauen wir mal, was Solarpanel kosten, Stahlträger, Kupfer und Eisen.
Dies haben wir ja alles hier noch. Da haben wir auch so da noch genug dabei, aber Stahlträger nicht. Das hätten wir auch noch gehabt. Okay. So, dann produzieren wir die jetzt mal im größeren Stil. Dann brauchen wir noch ein paar Strommasten. Dann nehmen wir. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, wenn wir jetzt sagen, wir bauen die. Ob das sinnvoll ist. Also, man könnte eine große Stromtrasse legen von hier oben, dort unten hin. An den Schienen vorbei. Aber das. Wäre das sinnvoll? Vor allen Dingen ist es dann so wie im. Wie im realen Leben, dass man ab und zu mal so eine Trafostation braucht, die das dann wieder ein bisschen hochpowert, damit es die lange Strecke überbringen kann, oder? Ich glaube, das ist bei Wechselstrom gar nicht so. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Trafohäuschen sind dazu da, um das runter zu regulieren. Auf die Spannung der Heimnetzwerke und der Dörfer und so. Okay. So, Panzer ist bei 2. Theoretisch können wir. Ich glaube, wir warten auf den Panzer und dann gucken wir mal, ob der Panzer auch einen Laderaum hat. Dann packen wir uns da alles rein, was wir brauchen. So. Jedenfalls schon mal Panels. Dann kann natürlich dann das passende Bohrequipment auch nicht schaden. Wir gucken mal, ob noch ein paar andere fertig sind. Dann würde ich die vielleicht sogar schon mit runternehmen. Da ist alles auf Vollbetrieb, außer der hier. Der steht hier einfach nur so dumm rum, hätte ich jetzt fast gesagt. Den müssen wir auch nochmal anschließen. So, dann läuft der auch wieder auf Volllast. Der geht so, geht so. Hier geht es gerade aktuell nicht weiter. Das ist einfach auch schon mal so ein riesiger Ofen ist. Okay. Boah, der Panzer, der wird noch ein Weilchen dauern. Aber halb so wild. Dann machen wir, glaube ich, doch mal ein paar kleine Strommasten und legen die dort entlang. Der ist jetzt ja gleich sofort fertig. Und dann verbauen wir die Strommasten mal direkt so, wie die in unserem Inventar landen. Ja, vorsichtig. Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, wo ich das Loch im Zaun gemacht hatte. Ich glaube, hier in der Mitte irgendwo, oder? Da muss ja auch die Schiene mal durchgehen. So. Wir gehen an der Bahntrasse auf jeden Fall entlang. Okay. So. Ja, bauen kann ich den überall, aber der muss ja mit dem Stromnetz verbunden sein. Haben wir noch einen kleinen? Okay, wir fangen schon mal an. Ich bin zu ungeduldig. Das lohnt sich doch schon. Die überbrücken eine sehr große Strecke. Sehr nützliche kleine Dinger. So, außer Reichweite. Zack. Oh, ich liebe diese Musik. So. Dann jetzt hier. Und dann brechen wir mal kurz ab und holen unser Auto. Ist ja auch lustig, wenn es hier Jahreszeiten geben würde. Dass dann plötzlich Schnee fällt oder es ist Herbst oder so.
Und hier müssten eigentlich so wie bei Anno oder so ein paar neutralere Tiere rumlaufen, die einfach so da sind und uns nicht töten wollen. So. Hier nochmal ein und dann maximal weit entfernt. Hier nochmal ein. Und dann sind wir gleich schon da. Ich fasse es nicht. Hier können wir sogar über die Gleise gehen. Ich hoffe, die sind hoch genug, dass der Zug dort nicht drin hängen bleibt. So. So. Gehen wir mal hier so ran. Ah, okay, wartet. Dann machen wir das richtig geschickt. Und gehen hier mal direkt... Oh Gott, der Wald ist so dicht, dass ich da zu Fuß noch nicht mal durchlaufen kann. Ich will den doch unbedingt noch bauen. Mann, ey. So. Boah, die haben echt eine unglaubliche Reichweite. Okay. Wir sind tot. Wir sind tot, 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 tot. Ah, wie war noch mal schießen? Oh Gott, wir sind sowas von tot. Okay, wir kommen gleich wieder. Oh Gott, ich habe vergessen, wie man schießt. Das passende Equipment hätten wir doch gehabt. Mann. Okay, zurück ans Reißbrett. Mittelgroßer Beißer bei Position 330, 386 getötet. Jetzt haben wir auch nicht mehr unsere geile Waffe. Du musst dazu in einem Fahrzeug sein. Okay. Das Inventarmanagement einmal durchgehen. Das muss ich gleich mal nachgucken. Ich habe es tatsächlich vergessen. Kann ich hier suchen? Feuern. Schnelles, automatisches Verschieben. Ersetzen. Nee. Okay. Aber wie haben die uns... Sind die dort jetzt noch? Oder sind die dort nur markiert, weil das die letzte bekannte... Haben die sich bewegt? Ich weiß es nicht. So Leute, und ich glaube, genau ab der Stelle habe ich dann versehentlich gemutet und ja, es passieren gleich noch ein paar Dinge. Okay, nee, jetzt, das war nochmal meine Stimme, aber jetzt müsste ich weg sein. Und wir fahren natürlich ein bisschen planlos durch die Gegend und gleich passiert das Schlimmste überhaupt hier. Ich glaube, an dieser Stelle erzähle ich noch so, ja, ich habe jetzt rausgefunden, wie man schießt und bla bla bla. Und dann habe ich mir so vorgenommen, fahre ich mal unten rum und dann holen wir unsere zurückgebliebene Leiche wieder. Und genau das versuche ich jetzt an dieser Stelle gleich. Und naja, dann passiert noch was Undenkbares. Und zwar kriege ich es einfach nicht hin. Guck, was die jetzt mit uns machen. Also die hauen einfach das Auto auseinander und ich bin gleich tot. Seht ihr das? Oh nein, ey. So ein Mist. Ja, ich wollte eigentlich ganz kurz auf Pause drücken, weil es wieder an der Tür geklingelt hatte und dann habe ich versehentlich vorher gemutet, dann Pause gedrückt und dann bin ich wieder reingekommen und habe dann einfach vergessen zu entmuten und bin dann einfach rumgelaufen. Das ist so ein bisschen so, yo, ganz schöne Scheiße und so. Und ja,
jetzt sind wir an der Stelle, wo, ja, ich habe erst überlegt, ob ich einfach eine neue Aufnahme mache. Und dann hätte ich euch aber all das hier nicht zeigen können, wie wir halt die Strommasten bauen und so. Und deswegen, ja, und wie das Auto, hätte ich alles erklären müssen. So kann ich es einfach besser zeigen. Deswegen habe ich das hier jetzt mal so ein bisschen nachvertont. Aber die Audio müsste jetzt auch gleich jeden Moment wiederkommen. Ja. Und da meldet sich Alexa. Ja. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal kurz. Ja, und da ist der So. Sound auch schon wieder. Also, dann bis zur nächsten Folge, sage ich schon mal. Es war alles ein bisschen chaotisch. Und nächstes wird besser. Ciao, Okay, liebe ciao. Leute, aber wir sind jetzt schon bei 21 Minuten. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Also dann, ciao, ciao.